Die Reihen der ineinander geschobenen hölzernen Karren im Hof, die knarrenden Dielen der Treppen hinter uns lassend, öffneten wir die Tür mit der Scheibe aus geripptem Glas, den Kratzern und abgesprungenen Stellen in der fettigen, schwärzlich-braunen Bemalung, dem Briefkasten aus buckligem Blech, schwarzem Blech, den weißen, zersprungenen Email des ovalen Namensschilds, der festgenagelten, fleckigen Pappkarte, bedruckt mit dem verschnörkelten Text des völkischen Beobachters, und traten in die Küche ein. Im rauchigen Licht, das durchs Fenster fiel, waren Herd- und Abwaschbecken zu erkennen. Und am Tisch unterm grünen Porzellanschirm der Deckenlampe, aufrecht auf dem Stuhl mit steiler Lehne, Kopis Mutter. Von ihrer halbtägigen Schicht in der Telefunkenwerken am Hallischen Ufer zurückgekehrt, hatte sie sich Schuhe und Strümpfe ausgezogen und die Füße in eine Schüssel mit dampfendem Wasser gestellt. Anfangs nur trüb wahrzunehmen, mit zerfließenden Konturen vor dem zu sechs Rechtecken zerteilten Fenster, zeigten sich die Einzelheiten ihrer Gestalt, als wir uns zu ihr an den blank gescheuerten Tisch setzten. Vom Ansatz des grauen in einen Knoten zurückgebundenen Haars liefen dünne Falten fächerförmig über die Stirn zur Nasenwurzel zwischen dichten Augenbrauen. Die Nase war vorgewölbt, tiefe Kerben zogen sich von den Flügeln her an den Mundwinkeln vorbei zum Kinn, die Lippen waren schmal, von der Zungenspitze angefeuchtet, mit dem Handrücken wischte sie sich über die geschlossenen, gelblich verfärbten Augenlider. Ihr dünner Hals wuchs starr zwischen den abfallenden Schultern hoch, sie trug ein hellblaues Kleid mit dunkelblauen Längsstreifen und einem weißen Kragen mit einer Brosche, deren Glasperle das im Spiegel der gegenüberliegenden Wand aufgefangene Fenster reflektierte.